Schau mal, was wir jetzt hier haben. Xenix gegen Jan Ulrich, das ist auch sehr cool. Das letzte Set finde ich auch gut als letztes Set. Cooles Matchup. Ja, ich bin gespannt, wie Dennis zurechtkommt, weil in letzter Zeit, er sagt echt, er mag das Matchup nicht. Er überlegt wirklich, das Schickte teilweise zu machen, weil er sagt, das ist so schlimm für Peach. Ja, er mag es überhaupt nicht. Ja. Ich finde, er ist gut in dem Matchup. Er kann es wirklich, aber er mag es wirklich überhaupt nicht. Ja, ich spiele auch Peach, ich fühle. Das ist, also ich würde halt nicht unbedingt sagen, dass Peach irgendwie, dass das hoffnungslos ist. Das ist einfach nur anstrengend. Und wenn man dann schon so eine ganze Poolrunde hinter sich hat, dann doch noch mal gegen Sheik sich zu konzentrieren, das ist einfach, das schlaucht einfach total. Warte mal, die beginnen direkt. Oh ja. Ah ja, cool. Und Xenix hat die Transformation am Anfang nicht bekommen. Deswegen war achso, okay, ja gut. Alright. Das ist aber auch ein Matchup, das mag ich richtig gerne. Also da habe ich endlich mal eine Sheik, dann habe ich auch ein bisschen Insights, kann ich actually auch Zeug erzählen, das stimmt, hoffentlich. Mhm. Ja, wir haben jetzt hier richtig gute, für uns ist das ein richtig gutes Set. Ich als Peachmain, du als Sheik, da können wir den guten Intel geben. Worauf ich jetzt wirklich gespannt bin, ist, wie sehr Jan Ulrich downsmashen wird, wo er downsmashen wird. Weil das ist für mich immer so ein, da kann ich halt einfach sehen, wie skilled die Peach-Spieler tatsächlich sind, wie sehr sie das Matchup verstehen und wie Xenix damit umgeht. Ja, ob er auf die Plattformen direkt geht oder ob er drunter bleibt, weil er sagt, nee, überhaupt keinen Bock damit, jetzt zu dealen. Ja, ja, wenn, das ist auch immer so, ne, in welchem Level befindet man sich? Im Low-Level neigen dann beide erstmal dazu, so, ja, Sheik's am Anfang lernen. Oh, Dennis, nein. Sheik's am Anfang lernen immer so ganz viel, ja, Crouch-Canceln auf Tilts geiern und Peaches lernen halt am Anfang, ja, okay, wenn jemand Crouch-Cancelt, dann drückst du Down-Smash. Dann drückst du einen Gamestick, ja. So, das ist so Layer 0 von dem Matchup, aber es geht dann auch noch so viel weiter, wie wir hier gerade sehen. Also zum Beispiel gefällt mir halt richtig gut, wie Jan Ulrich diese Falling-Float-Cancel-Nairs benutzt. Das scheint sehr, sehr effektiv auch schon zu sein. Find ich schon mal ein guter Start. Können jetzt natürlich auch full-biased sein, wenn wir für verschiedene Charaktere full-biased sind. Ist immer das full-biased, wie bei NDM, Bias-Commentary. Bias-Commentary, wo ich daneben saß und einfach nur schweigen konnte, weil ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt irgendwie in der Mitte bin, was soll ich da machen? Das war ja sogar bei meinem Set. Ja. Ah ja, stimmt. Aber es war nicht richtig lustig zum Anschauen. Aber Dennis läuft hier weg. Er läuft hier weg. Also dafür, dass er sich über das Matchup beschwert. Und Xenix, ich weiß, dass Xenix sehr, sehr gut in diesem Matchup ist. Hat auch bei NDM Blaze besiegt. Ja, das war krass. Also entweder spielt gerade Dennis wie ein Gott. Oder Xenix hat gerade ein bisschen Probleme. Oh, und da hat die Downsmash. Die war smart. Die war smart, weil er wusste, eigentlich hat Xenix gerade eine Combo, hat Needles geschmissen. Und Sheiks haben einfach das Problem, wir sagen, hey, wir haben Needles getroffen, ich möchte einen weiteren Hit, ich muss da rein. Und Dennis hat es genau gewusst, hat die Needles getaggt und hat gesagt, so, jetzt Down Smash. Und wir sehen einen 3-Stop. Das war krass, ey. Das war eine richtige Klatsche. Ja, also Jan Ulrich auf jeden Fall, wie du auch schon meintest, ultra gut in dem Matchup und auch ultra clean einfach. Also man hat eigentlich schon in dem ersten Game eine gute Zusammenfassung davon gesehen, wie man als Peach gegen Sheik spielen sollte. Aber was mir richtig gefehlt hat jetzt von Xenix ist, bei Low Percent, Grabs. So die Grabs, weil Sheik kann locker 40. Ja, ich muss jedes Mal lachen, wenn ich die Yoshis von Berlin sehe. Ja. Also ich weiß nicht mal, wer das ist. Das ist Konsti. Also. Das ist so schwer, irgendwie voll schwer zu erkennen immer. Aber. Warte, gleich piekt er wieder raus. Oh ja, da ist er. Aber ja. Das sind die kleinen Dinge. Sheik kann locker aus einem Downthrow auf Peach bei Low Percent 40% bekommen, wenn richtig gemacht. Ja, for sure. Und 40%, also wenn man dann schon irgendwie schon fast aus dieser Crouch-Cancel-Range draußen ist, das ist immer das ist ultra geil. Wertvoll für, für Sheik. Ja. Aber das hat er jetzt auch ohne Low Percent Grabs, hat er den Stock genommen. Mhm. Kein Problem, hat er einfach schön gespaced, ein paar Needles geschmissen. So kann man es natürlich auch machen. Yoshis hilft ihm da natürlich sehr, sehr aus. Peach stirbt sehr früh. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Aber als Peach kriegt man auch auf Yoshis, also das ist immer so ein zweischneidiges Schwert so, weil durch dieses Slam, wenn man sich dran stellt oder downsmasht oder so, kann das mit einem Stock irgendwie schnell mal bei 5% oder bei 10% vorbei sein, wenn man irgendwie kurz pennt und den Tag dann nicht kriegt. Das ist zu niedrig.
Ich habe mal ein Set gewonnen, weil ich einen Fox Game 5, Game 3 Last Stock bei 0 gedownsmashed habe, weil er irgendwie in meinen Downsmash von der Ledge reingejumpt ist. Siehst du das, wie viel Prozent er bekommen hat aus diesem Grab? Ja. Ja. 62, das ist Wahnsinn. Da wurde vielleicht mit einem Upthrow oder so gerechnet oder nicht richtig die Eid, aber das hätte noch nicht killen müssen, bin ich der Meinung. Ich weiß leider nicht, welche Prozent es waren, aber auf Yoshi ist es halt. Stirb schon. Aber hätte. Ich will nichts sagen. Ich will nichts Falsches sagen. Spaced einfach die Fair. Ah, und da ist. Jetzt ist Dennis am Struggle. Jetzt ist er ein bisschen, er weiß nicht genau. Ja, das ist dann halt auch, wenn man ab dem Moment, wo man dann so behind ist gegen Sheik, die rennt halt auch damit weg einfach. Also nicht nur metaphorisch, sondern auch im Game. Die kann sich dann halt ein bisschen an die Seite stellen und sagen, ja, approach mich mal, du langsame Prinzessin. Ich habe Nadeln in der Hand, was willst du eigentlich? Ich habe Nadeln, ich habe ein Bein, das viel zu lang ist. Ja, und dann hat man irgendwie als Peach, die halt dann doch nicht so schnell ist, vor allen Dingen grounded, hat man dann totale Probleme, aber das war richtig schön, aber leider war es das. Ja, er hat keinen Double Jump mehr gehabt. Ich habe weggeschaut. Ja, ich habe kurz weggeschaut. Jan Ulrich ist so hinterhergesprungen, hat die Backer gekriegt für den Stock, aber leider kein Double Jump mehr und dann ist man halt dann. Wir sind in einem Game, also Best of 5. Ja, wir haben offiziell das Best of 5 begonnen. Ja, und wir gehen auf. Das muss ich ehrlich sein, Dennis nimmt immer FD. Ding Schick. Verstehe ich auch. Xenix hat sehr schönes Plattform-Movement, arbeitet damit gut. Aber irgendwie, ich sehe es einfach nicht. Wenn Xenix müsste nur ein bisschen sein Playstyle ändern zu eher Wall-E, also Forward Air, Back Air, F-Tilt. Und dann ist Peach richtig am Struggeln. Ja, und wir sehen das auch direkt. Also Xenix ist sich dessen anscheinend auch bewusst, weil also wir haben direkt einen großen Shift gesehen. Es wurden viele Fairs gemacht, viele F-Tilts plötzlich. Und da sehen wir auch im ersten Stock direkt, das ist genau das, was du gesagt hast. Also, good analysis, Kowalski. Oh, und da hat die Abi nicht mehr gesaved, nicht mehr genug Momentum aufgehalten. Das war schade. Ja, das weiß ich nicht. Also es ist auch irgendwie, ich finde, es ist mit Peach immer so ein bisschen Geschmackssache, weil FD kann immer so und so laufen. Da darf er nicht reinspringen, ja, aber nochmal aber Glück gerade, ja, gerade so noch. Also normalerweise sollte man da als Peach dann nicht mehr lebend nach Hause kommen. Nicht mehr lebend sein. Was ich gegen Dennis sehr gerne immer mache, das funktioniert in dem Matchup aber generell ganz gut, ist einfach mal stehen bleiben. Oh ja. Einfach mal stehen bleiben. Warum? Weil Peach ist so, versucht immer Counter-Hits zu bekommen, ja, versucht zu anticipaten, wo landet mein Gegner. Ja, ich glaube, dass er jetzt dahin geht und dann kriege ich eine Nair oder eine Dash-Tag und irgendwie so. Und dann stehe ich teilweise einfach manchmal da und dann weiß ich nur so, okay, da kommt doch jetzt ein Down-Tilt oder so, ja. Und dann stehe ich da und dann, Dennis hat auch gesagt, da fühlt er sich richtig dumm, wenn er ja, in sowas reinrennt. Ja, da ist man, wird man richtig gecall-outet, das fühlt sich immer schlecht an. Hier in sowas, du siehst Dennis lacht schon wieder, er merkt, scheiße. Das ist genauso, das machen CFs auch gerne, wenn man, dass sie dann so stehen bleiben und dann downtilt oder spot-dodge man und dann kriegt man das nie ins Gesicht. Ganz kurz, wird er Liegestütze machen, wenn wir jetzt den Quattro hier bekommen? Weiß ich nicht, es ist auch in Berlin sehr etabliert, Das ist in Berlin, ja, die machen Liegestütze. Hannover macht das auch. Hannover macht das auch. Oh nein, Dennis, bitte, mach's nicht. Not like this. Nein, oh, das was? War's, er ist tot. No. Ne, was mehr? Okay, interesting, aber kein, doch, Float hat er tatsächlich wieder gekriegt. Quattro, El Quattro. El Quattro. Oh, ja, die Fair, die Backhits. Ja, oh, nice. Keine Liegestütze. Keine Liegestütze für Berlin. Zählt das? Nein, zählt eigentlich, nicht. Also ich bin eigentlich der Meinung, Javi sollte zählen, aber in Melee ist das irgendwie nicht so. Dennis, das ist schade. Er wirkt so, als hätte er. Als hätte er gerade eine Kündigung bekommen und er überlegt wirklich, soll ich jetzt Bürgi beantragen, soll ich mir einen neuen Job suchen? Was mein wird das mit den Prenzl Boys vielleicht doch noch mal? Soll ich Rapper werden? Hinterfragt gerade alles und aber nicht seinen Counterpick, den hinterfragt er nicht. Nee, obwohl er gerade basically geforstockt wurde. Er ist sich sicher, das ist meine Stage, da fühle ich mich gut. Und das will er jetzt beweisen. Manchmal braucht man auch den Komfort, aber mal gucken, ob Jan Ulrich nicht doch ein bisschen sturköpfig da ist. Also aber ich bin halt wirklich der Typ, ich sag, wenn ich auf einer Stage zu hart geballert wurde, dann probiere ich was anderes. Ja.
Auch wenn ich weiß, es ist meine beste Stage, ich bin auf der gut, aber wenn es einfach wirklich fast ein Vorstock war, dann denke ich mir, nee, komm, ich muss irgendwas anderes probieren. Ja, allein auch schon, um das Mindset aufzufrischen, aber vielleicht, sage ich, ne, es muss ja kurz innehalten und dann doch nochmal stur sein. Manchmal muss man auch stur sein. Ja, muss man einfach sein. Man will es durchdrücken, ja. Ja. Er ist sich sicher, FD, da will ich gewinnen, das kann ich. Und es läuft auch schon ein bisschen besser als im letzten Game. Also mal schauen, wir sind jetzt schon wieder mit Peach. Oh, damn. Ja, er hat halt Momentum. Das Glück, dass er bei Low Percent echt ein paar Down Smashes bekommen hat mit so 50. Und jetzt Stitch Face in Hand. Was macht er? Wir halten alle die Aber dafür den Down Smash mit 40%, Alter, 50, war das Dash Attack, kein Jump, okay. Er wollte den anderen Hit. Ja. Und Shoutouts an Heide, sein Tag. Ja, Shoutouts an Heide. Shoutouts an Heide, die heute für uns Essen macht mit Luma zusammen. Ey, es riecht schon so geil, ja, in dieser Venue, ne? Boah. Die machen Linsenlasagne, die zwei Girls. Boah. Das wird ein Fest, sage ich euch. Aber ich glaube, wir entwickeln uns hier gerade Richtung Game 5. Vielleicht läuft schon viel, viel besser. Ja, Jan Ulrich doch einfach mit seiner grenzenlosen Erfahrung sich gedacht, komm, FD, I can do this. Ja, wenn er das jetzt gewinnt, dann beiß ich mir ein bisschen in die Finger, weil ich gesagt habe, er sollte wechseln. Und ich weiß auch gar nicht, was genau so viel anders jetzt ist. Ich ist ein bisschen hard to tell. Aber ja, MyZenex, die Abwehr ist an sich optimal. Ja, aber schau mal, er trifft sie zweimal hintereinander nicht. Dann mach halt einfach die Forward Air und hoff halt irgendwie auf den Edge Guard. Oder so nah an der Ledge tut's die Forward Air auch ohne Edge Guard. Ey, diese Needles im Boden, die sind immer schlimm. Ich check das immer nicht. Ja, keine Ahnung, das ist mir zu hoch. Keine Ahnung, da liegen sie halt am Boden. Brauch er nicht. Hat er nicht so Bock auf. Oh, Down Tilt ab er. Ja, das killt leider noch nicht ganz. Bisschen jetzt. Ja. 15% vielleicht. Ja, maximal, yo. Ich finde FD in diesem Stream-Overlay wunderschön. Ja, man sieht das irgendwie ist so nice. Viel mehr, finde ich. Ja, oder? Das ist so clean. Das Problem ist halt nur, dass die aber auf den normalen spielen. Das heißt, die sehen. Ach so. Ja, die spielen ja. Ja, egal. Aber wir sehen. Hauptsache, der Chat sieht gute Sachen. Oh, schöne den Rolle. Grab, die war der wichtig. Grab wäre es gewesen. Ja, das war die wichtig. Rolle war sehr, sehr. Ja, da war er antsy. Den Grab wollte er, aber es war klar, dass das hat halt jeder gerochen. Jeder Sheikman, jeder nicht Sheikman. Diese Grabs sind wichtig. Keine Ressourcen mehr gehabt. Jetzt muss Dennis echt versuchen, nicht gegrabt zu werden. Vielleicht noch einen Down Smash reindrücken, irgendwie. Er braucht ein paar Prozente. Oh. Okay. Composure, da ist alles drin. Überhaupt kein Problem. Das hat Zenix gewusst. Er wusste, dass diese Down Smash kommt. Dennis, er fischt zu sehr, ja, er hat das keinen ist Jump. Keine Ressourcen mehr auch, glaube ich, kein Float. Nur noch Abbi. Das ist might be it. Das ist immer eine sehr schwierige Position als Peach. Ja, er lebt. Nein, er lebt, er will nicht sterben. Oh er mein geht Gott, so weit zurück. Ah! Oh Gott, bei Kick. Nein, die Abwehr weak. Das war die weak Abwehr. Schicksal. Oh. Dennis Punish. Ich weiß, dass Dennis diese Punishes hat. Wenn er eine Combo startet, er hat die. Okay, erstmal Downtilt näher. Nicht die Fair gekriegt, die Fair war ein bisschen auf was alles mit, was wurde da ja, das war's. Ja, that's it, Fair. Ja. Und ja, da kann man als Peach nichts mehr machen. Und dann geht's 3-1 an Zenix, gerade der. Nach dem ersten Game. Ja. Er wurde 3-0 geballert. Das war heftig. Dennis, obviously upset. Er sagt irgendwas, wir hören nichts. Ja, durch die Kopfhörer hört man leider nichts. Ja, da. Ich glaube, das leitet uns dann jetzt in die Pause über. Ne? Leute, bleibt auf jeden Fall dran. Wir haben noch ultra viel coole Sachen für euch. Wir haben erstmal Doubles. Wir haben dann später natürlich noch unser Singles-Bracket, wo sich die ganzen Top-3-Seeds für Qualified haben. Wir haben heute Abend vor allen Dingen 5 gegen 5 Crews. Das wird heftig. Das wird ab 22 Uhr spätestens schaltet da vor allen Dingen ein. Da freue ich mich schon drauf. Das ist die Kiez-Klatsche. Also ich werde wahrscheinlich jetzt den ganzen Tag im Commentary bleiben. Nice. Das ist halt mit dann sehen wir uns safe nochmal. Ich komme nochmal wieder. Das machen wir einfach den ganzen Tag heute. Easy. Ich muss nur Doubles noch spielen. Deswegen, Leute, viel Spaß in Doubles und dir auch noch viel Spaß. Vielen Dank. War Dankeschön. Nice. Dankeschön. Ja, hat mich gefreut. Macht's gut. Und dann gehen wir in die Pause. Ja.